Guten Morgen, ihr Buchverrückten und Schreiberlinge. Heute ist der 1. November und ihr wisst auch, was das heißt. Der NaNoWriMo hat begonnen. Oh, ja. Und ich bin noch völlig fertig und völlig übermüdet, obwohl es jetzt eigentlich schon kurz vor 8 ist. Aber als mein Wecker heute Morgen um 6 geklingelt hat, war ich nur so, nein. Einfach nein. Gestern war Halloween und ich war tatsächlich auch ein bisschen länger wach als gewöhnlich und habe irgendwie noch bis um 11 The Chilling Adventures of Sabrina geguckt. Ich habe angefangen, weil ich dachte, das passt zu Halloween. Dann war ich irgendwie doch gefesselter als gedacht. Und bin später ins Bett gekommen als gedacht. Aber jetzt muss ich halt mit den Konsequenzen leben. Naja, ich bin jetzt schon gerade frisch angezogen. Jetzt hole ich mir schnell einen Tee und dann geht's an den Schreibtisch an mein NaNoWriMo-Projekt. Der Start des Nussknacker-Retellings. Aber wie wird erstmal Tee, ganz wichtig. Und dann sehen wir weiter. Und zwar mein liebster, allerliebster Schokoschei-Minze. Das brauche ich bei dem Wetter. Es ist irgendwie minus 4 Grad draußen. Was Wärmendes, was Leckeres mit Minze. Was mich doch ein bisschen in die Stimmung fürs Projekt bringt. So, ich kann es euch ja mal zeigen. Denn noch habe ich ja nicht so viel, was jetzt irgendwie spoilery sein könnte. Sondern nur ein bisschen Charaktere, Recherche. Bisschen Ortskenntnisse und halt, wie gesagt, den ersten großen Satz. Allerdings muss ich den Namen der Protagonistin nochmal ändern. Das habe ich im Nachhinein ein bisschen angepasst. Ich glaube, das ist schwierig mit Kamera so. Das passt, das ist auch schon richtig. Und dann vielleicht schon mal die NaNoWriMo-Website aufrufen und mich einloggen, dass ich nachher mein Update nicht vergesse. Denn aktuell fühle ich mich noch nicht so kreativ. Da ist es. Dann habe ich das auch schon mal und dann kann es jetzt ans Schreiben gehen. Es ist etwas später, obviously. Es ist jetzt 9:45. Ich habe so die ersten fast 600 Wörter geschrieben. Jetzt ist quasi Frühstückspause, auch etwas später als sonst bei mir. Aber ich habe auch schon mal Tasche gepackt. Denn heute habe ich zwar Gott sei Dank frei. Wir haben keinen Feiertag hier in Sachsen. Der war gestern an Halloween, Reformationstag. Aber heute ist quasi mein zweiwöchiger freier Uni-Freitag. Was ganz cool ist und auch ganz gut passt zum NaNoWriMo. Das heißt, ich habe heute Vormittag noch relativ viel Zeit, mein Wortziel zu schaffen. Allerdings habe ich dann heute Abend noch Nachtschicht. Um 6 geht's los und dann bis morgen früh um 9, wenn es richtig ist. Das wird noch hardcore. Ich nehme mir aber einiges zum Arbeiten mit. Also ich nehme mir mein Notizbuch mit. Mein Laptop kann ich leider nicht mitnehmen, deswegen wird wahrscheinlich per Hand geschrieben oder zumindest noch ein bisschen überlegt, gebrainstormt. Dann werde ich noch ein bisschen Videoplanung machen, ein bisschen Lebensplanung, ein bisschen Uni. Ich habe meinen E-Reader mit, um ein bisschen was zu lesen, auch die zweite Nussknacker-Geschichte und eins von meinen Büchern von meinem TBA und vielleicht noch irgendwas. Und ja, es ist eine lange Nacht. Es ist eigentlich nicht so anstrengend, aber es ist halt mega langweilig und man muss halt wirklich die ganze Nacht wach bleiben. Das wird noch echt hardcore, aber gut. Dafür kriegt man ja auch Geld und ich schaffe meistens nebenbei auch relativ viel, deswegen ist es auch okay soweit. Aber das mal als kurzes Update zwischendrin.
bin jetzt da. Lass die Nachtschicht beginnen. Vielleicht, wenn ich Pech habe, komme ich doch zu gar nichts. Weil ich irgendwo anders bin heute als sonst, aber wir werden sehen. Und wir sehen uns wahrscheinlich entweder morgen früh oder dann irgendwann morgen Abend. Oder vielleicht morgen auch gar nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt heute 900 Wörter geschrieben, weniger als ich gedacht habe, aber besser als gar nichts. Also macht's gut. Hi. Ignoriert am besten, wie ich aussehe und wie ich hier so rumliege. Ich habe mir ein bisschen bequem gemacht. Es ist jetzt Samstagabend um 5:30. Ich bin heute Morgen noch ein bisschen vor 9, Gott sei Dank, aus der Nachtschicht nach Hause gekommen und war aber doch noch ein bisschen doll aufgekratzt und bin tatsächlich erst dann irgendwann um 11 schlafen gegangen. Also ich habe mir mein Nest quasi hier im Wohnzimmer eingerichtet, einfach weil ich hier das Zimmer ein bisschen besser abdunkeln konnte als das Schlafzimmer. Und ja, jetzt bin ich aber auch schon seit 2 Stunden ungefähr wieder wach. So richtig tagsüber schlafen, das macht mein Körper nicht so gerne mit. Deswegen werde ich heute wahrscheinlich auch eher früh ins Bett gehen. Aber ich hatte auch überlegt, ob ich heute tatsächlich einfach gar nicht vlogge und vielleicht auch gar nicht schreibe. Aber ich werde mir zumindest versuchen, ein bisschen was zu schaffen. Ich habe ein ganz kleines bisschen im Notizbuch geschrieben gestern Nacht. Aber auch wirklich nicht viel, sondern eher so eine Zwischenszene. Ich hatte noch ein paar Ideen für ein paar andere Sachen, die dann irgendwann im Laufe der Geschichte vielleicht eingebaut werden. Die habe ich mir als Notizen jetzt schon mal niedergeschrieben. Aber jetzt bin ich halt nebenbei noch fleißig dabei, irgendwie YouTube-Videos zu gucken, auf dem Fernseher YouTube-Videos zu gucken. Und jetzt habe ich beschlossen, ich mache heute Abend vielleicht noch zwischendrin so ein paar Word-Sprints, aber relativ chillig und relativ low-pressure. Nur, dass ich überhaupt ein paar Wörter schaffe. Ich gucke jetzt noch den NaNoWriMo-Vlog von Kate Kavanaugh, um mir ein bisschen Motivation zu holen. Aber nur das als kleines Update. Ich denke nicht, dass ich mich heute nochmal melde, es sei denn, ich schaffe irgendwie die 2000, die ich mir vorgenommen habe, dann schaue ich vielleicht auch mal rein. Aber das ist doch sehr unwahrscheinlich. Deswegen sehen wir uns wahrscheinlich morgen früh dann, hoffentlich in neuer alter Frische. Und bis dahin, fröhliches Schreiben. Also, es ist Sonntag um 3:30 nachmittags und ich habe bis jetzt noch genau nichts geschrieben. So viel zu meinen großen Wochenendplänen von um die 10.000 Wörtern. Gut, das wird wahrscheinlich nichts mehr, aber ich setze mich gleich ran. Ich habe also gestern schon beschlossen, heute doch eher so einen ruhigen Sonntag zu machen. Und nachdem mich meine Wohnung dann so gestört hat, chaotisch, habe ich dann erstmal geputzt. Ich muss jetzt noch das Schlafzimmer und die Küche fertig machen, aber Wohnzimmer und Bad und Flur sind soweit fertig, deswegen bin ich damit schon ganz happy. Jetzt habe ich irgendwie mal kurz gechillt, eine Doku geguckt, einen NaNoWriMo-Vlog, um mir ein bisschen Motivation zu holen, ein bisschen was zu tun und dann haue ich mir jetzt wieder ein bisschen Musik über YouTube auf den Fernseher und mache mich daran, weiter zu putzen, sodass ich dann hoffentlich gegen 4 endlich anfangen kann zu schreiben. Ich habe jetzt nebenbei beim Filmgucken auch das Video für Dienstag geschnitten. Darüber freue ich mich jetzt sehr, weil das ein doch relativ spontanes Video war, was eigentlich auch wesentlich später hätte einen Platz füllen sollen. Aber ich habe gedacht, okay, nee, eigentlich ist es ein sehr aktuelles Thema, sehr aufregend und das wollte ich euch gleich so schnell wie möglich irgendwie liefern. Deswegen kommt es jetzt Dienstag. Und das habe ich jetzt noch fertig gemacht, weil noch ein bisschen geschnitten war schon, aber so ein bisschen Nachbearbeitung. Ich musste noch ein paar Bilder, ein paar Coverbilder rüberlegen und so ein paar kleine Kommentare reinhauen. Und ja, dann kommt das, wie gesagt, und dann exportiert das jetzt gerade. Deswegen ist am Laptop sowieso gerade nicht so viel, was ich machen kann, weil der sonst ein bisschen überfordert ist mit allem. Deswegen werde ich jetzt zu Ende putzen und dann ist das Video in einer halben Stunde hoffentlich fertig. Und dann kann ich ans Schreiben und dann schaffe ich heute vielleicht doch nochmal 1667 Wörter oder zumindest, ja doch, das ist so das Ziel, das ist das Mindestziel. Am liebsten natürlich doch meine 2000 Wörter oder noch mehr. Ich habe gestern Abend auch schon mal nochmal so grob die nächsten 3-4 Szenen vorgeplant, was dann kommt. Deswegen bin ich da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, aber mal sehen, wie viel ich da jeweils drin schreibe und mal sehen, was noch so klappt. Achso, und ich habe gestern tatsächlich aber auch noch 1600 Wörter geschrieben. Also ich habe gestern auch noch einen ganzen Schwung. Gestern bis 10 immer noch so nebenbei ein bisschen was geschrieben. Ich bin jetzt auf der NaNo-Website. Das zeige ich euch später, glaube ich, nochmal, wie viele Wörter ich dann geschrieben habe.
wo quasi, wo ich ansetze und wie viel ich dann halt noch schaffe. Kurzes abendliches Update. Ich habe heute nicht viel geschrieben. Ich habe hardcore prokrastiniert, könnte man sagen. Also geputzt, ja, das habe ich ja schon erzählt. Und dann Fernsehen geguckt, meine Mutter telefoniert, ich habe geduscht und Haare gewaschen und all so ein Kram. Und jetzt ist es kurz vor 10. Und ich meine, ich habe verdammt nochmal gerade Rosamunde Pilcher geguckt. Warum? Ich meine, es war ganz süß, aber auch mega Klischee und kitschig, aber trotzdem irgendwie. Das waren 1,5 Stunden meines Lebens, in denen ich hätte schreiben können. Ich meine, ich habe nebenbei so ein klein bisschen irgendwie 130 Wörter getippt. Aber das war irgendwie nicht das Ziel heute. Na gut. Gut. Solche Tage gibt es. Viel mehr Realität und so weiter und so fort. Ab morgen geht's wieder anders lang. Und da ist morgen das Erste, was ich mache, mich an den Schreibtisch setzen und schreiben. Das ist das Ziel, das werde ich auch machen. Und jetzt gucke ich vielleicht noch schnell Nachrichten. Tipp vielleicht nebenbei nochmal 100 Wörter mehr, mal sehen. Und dann gehe ich schlafen, dass ich morgen auch fit bin, um morgen früh als allererstes zu schreiben vor der Uni. Ich schäme mich so, aber wie gesagt, das gehört irgendwie auch dazu. Man sollte sich dafür nicht komplett fertig machen. Und noch habe ich ein bisschen Zeit, um aufzuholen. Aber mal sehen, was ich so schaffe und wie das so klappt. Naja. Guten Morgen am Montag. Nur ein kleines Update. Es ist jetzt kurz nach 7. Ich setze mich jetzt ans Schreiben vor der Uni. Ein bisschen später als gedacht, aber whatever is new. Ich habe meinen Tee, wie ihr sicher gesehen habt. Frühstück wartet dann für mich in der Küche, wenn ich fertig bin. Und jetzt habe ich ein paar Wörter zu schreiben. Also nicht lange quatschen, sondern machen. So, wie es unschwer zu erkennen ist, ist es etwas später, aber es ist gerade ziemlich hell, so muss ich wieder zurückgehen. Also es ist jetzt 8:30 Uhr, das heißt, ich habe jetzt ein bisschen über eine Stunde geschrieben, auch ziemlich intensiv und bin jetzt so bei ein bisschen über 1000 Wörtern, die ich heute Morgen schon geschrieben habe. Und insgesamt bin ich jetzt bei 3600 Wörtern irgendwie. Also ich habe noch ein bisschen was aufzuholen bis zu den für heute eigentlich geplanten 6600 irgendwas. Das Ziel ist aber tatsächlich, dass ich heute irgendwie so die 5000, dass ich so weit aufcatche, dass ich so die 5000 erreiche und nicht mehr ganz so weit hinterherhänge und dann so im Laufe der Woche auch noch ein Stückchen weiter aufhängen. Ich hole mir jetzt was zum Frühstücken und tippe nebenbei vielleicht noch ein bisschen, aber jetzt ein bisschen ohne Stress, denn ich will dann gleich noch Videos schneiden und dann geht's ja auch schon, muss ich mich auch noch auch schon anziehen und dann geht's zur Uni. Ich nehme den Laptop aber mit und lasse mein Dokument auch auf, sodass ich dann einfach in der Uni nebenbei ein bisschen weiter tippen kann. Aber mal sehen, wie ich so vorankomme. Und ich melde mich auf jeden Fall später nochmal. Ich habe die 4000 geknackt im ganzen Projekt. Das heißt, ich habe heute 1400 Wörter geschrieben. Und wenn ich noch einige schaffe, dann wird das. Also ich muss noch 1000 Wörter schreiben. Und dann habe ich mein Tagesziel quasi im Selbstgestecktes von 5000 Wörtern erreicht. Also 5000 Wörter im gesamten Projekt, nicht 5000 Wörter an einem Tag. Das wäre schon ein bisschen verrückt. Aber jetzt muss ich mich erstmal anziehen und dann vielleicht noch einen kleinen Moment Video schneiden, bevor es dann erstmal zur Uni geht. Erstmal das Tagesgeschäft erledigen, bevor ich weiterschreiben kann. Aber das als kurzes Update. Kurzes Schreibupdate am Abend. Ich habe tatsächlich heute fast 2000 Wörter geschrieben. Mir fehlen jetzt irgendwie noch 50 Wörter und noch so ungefähr 500 Wörter, bis ich mein Ziel von den 5000 insgesamt geschafft habe. Also dann bin ich quasi, also damit bin ich dann quasi auf dem Stand von auf dem ich gestern sein sollte. Aber zumindest schon ein Stückchen weiter. Und wenn ich dann morgen nochmal 2000 schreibe, vielleicht auch nochmal einen Ticken mehr, dann bin ich, glaube ich, auch schon wieder so auf. Hab ich schon wieder ungefähr so aufgeholt. Mal sehen. Gott, ich sehe so alt aus, wenn ich so. So. Ja, ich mache jetzt nebenbei gerade noch ein paar Word-Sprints über den Nano Germany Twitter-Kanal. Das war auf jeden Fall schon mal ganz hilfreich. Jetzt gibt es aber erstmal gleich kurz was zu essen. Das ist im Ofen. Nebenbei läuft der Fernseher, wie man vielleicht am Licht unschwer erkennen kann. Und ja, mal gucken, dass ich diese nicht mehr ganz 500 Wörter heute Abend noch schaffe. Da bin ich auch relativ
optimistisch, weil ich will diese eine Szene jetzt noch fertig schreiben und ihr wird, glaube ich, noch so ungefähr 510 Wörter haben. Und dann überlege ich mir, ob ich heute Abend noch die Traumszene schreibe. Wie gesagt, morgen früh nochmal ranklotzen, morgen Nachmittag, morgen Abend nochmal ranklotzen, Mittwoch nochmal ranklotzen und Donnerstag. Ich versuche dann auf jeden Fall auch bis Freitag schon mal ein bisschen Vorsprung zu schreiben, weil ich genau weiß, Samstag schaffe ich definitiv nichts. Und Sonntag wird wahrscheinlich auch schwierig, weil meine Mutter ist zu Besuch und die fährt, also die kommt Freitagabend und fährt Sonntagmittag wieder. Dann habe ich Sonntagnachmittag noch ein Blogger-Treffen, was ich euch vielleicht dann im nächsten Vlog vielleicht auch ein bisschen abfilme, dass ihr da mal ein bisschen was von mitkriegt und nicht immer nur mich seht, wie ich hier zu Hause rumsitze und schreibe. Und dann, das Coole ist aber, ich habe Freitag tatsächlich noch, wenn das so bleibt, ein Schreibdate mit einer lieben Bloggerin hier aus Leipzig. Das werde ich euch vielleicht dann auch ein bisschen zeigen. Und mal sehen, wie das so wird und wie produktiv das vor allen Dingen auch wird. Denn wir quatschen auch, glaube ich, gerne rum. Wir haben ziemlich viele gleiche Interessen mit Musicals und Büchern und Serien und so weiter und so fort. Aber wir haben beide auch ein großes Ziel, den NaNoWriMo zu schaffen. Und deswegen denke ich mal, wir werden doch auch ein bisschen produktiv sein. Aber das werden wir dann sehen, wenn es Freitag soweit ist. Und das, glaube ich, fürs Update heute. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann hoffen wir mal, dass es morgen so weitergeht. Guten Morgen am Dienstag. Ich sehe immer noch nicht so ganz fit aus. Ich bin auch noch nicht geschminkt. Das muss ich nachher irgendwie noch nachholen. Aber jetzt geht es erstmal ans Schreiben, denn ich habe ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, mindestens 2000 Wörter ist heute das Ziel, um wieder einigermaßen aufzuholen. Ich bin wahrscheinlich noch nicht ganz auf dem aktuellen Stand dann wieder, aber zumindest schon nah dran. Das ist doch auch schon mal was. Und ja, also ich habe jetzt so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit zum Schreiben. Dann muss ich leider zum Arzt, weil der um 8 aufmacht und ich will ein bisschen früher da sein und vielleicht das alles schon schnell abhandeln, hoffentlich. Und nicht irgendwie eine Stunde oder zwei im Wartezimmer sitzen. Aber ich nehme auf jeden Fall mein Notizbuch mit und versuche dann da noch ein bisschen was zu arbeiten nebenbei, falls es doch länger dauert. Und dann mal sehen. Also so viel zum kurzen Update. Ich will gar nicht lange rumquatschen, denn ich habe was zu schaffen. So, Tagessoll ist geschafft und jetzt sollte ich eigentlich lesen, aber stattdessen haue ich jetzt das erste Mal seit Wochen den DS raus und spiele Story of Seasons. Und nebenbei läuft so gut. Naja, aber wie gesagt, wenigstens sind über 2000 Wörter geschrieben. Da kann man sich auch schon mal ein bisschen was gönnen. Also von daher. Guten Morgen am Mittwoch. Heute ist Mittwoch, ja, heute ist Mittwoch. Oh Gott, ich bin schon wieder komplett raus irgendwie. Auch nur ein kurzes Update, denn mein Handy lädt gerade noch und ich muss dann auch schon in einer halben Stunde wieder los zur Uni, denn heute geht's früh los. Aber es ist halt so, ich habe jetzt schon ein klein bisschen geschrieben, irgendwie so ein bisschen über 100 Wörter, aber es geht heute ein bisschen zäh voran. Ich hoffe, das wird jetzt im Laufe des Tages, des Nachmittags, wenn ich nachher mehr schreibe, noch wieder ein bisschen besser. Und ich hoffe dann, schaffe ich noch ein bisschen mehr, denn jetzt kommen wir eigentlich so zu den spannenden Sachen, langsam aber sicher. Wir nähern uns dem Break into Two, wie man so schön sagt, im Save the Cat Beat Sheet. Und bis dahin weiß ich auch noch, was passiert und dann bin ich so ein bisschen ins Dunkle, deswegen muss ich vielleicht heute auch so ein bisschen weiter plotten. Ich bin ja nicht so der Mensch, der jetzt das ganze Buch irgendwie plotten kann, sondern ich muss immer so stückchenweise, immer quasi so weit, wie ich sehen kann und was sich so ergibt. Klar, manche Sachen aus dem zweiten und dritten Akt weiß ich sogar auch schon, so ungefähr, in welche Richtung es gehen soll, aber jetzt so was dazwischen passiert, ist irgendwie noch so ein graues, nebliges Etwas. Mal schauen. Aber ja, gestern habe ich tatsächlich noch meine 2200 Wörter, glaube ich, ungefähr geschafft, geschrieben. Das heißt, wenn ich heute richtig gut wäre und 2300, nee, 2700 Wörter schreiben würde, wäre ich sogar wieder auf dem aktuellen Stand. Aber das ist irgendwie noch, sehe ich irgendwie noch nicht so, aber ich gebe mein Bestes. Jetzt nachher gleich erstmal frühstücken, dann Uni und dann zum Mittag fast wieder zu Hause. Bin ich fast wieder zu Hause heute, weil ich meine Nachmittagsvorlesung ausfallen lasse. Ich habe einen Handwerkertermin, der kommt vorbei. Aber bevor der kommt, kann ich noch die Zeit noch ein bisschen nutzen, um zu schreiben und um ein paar Vorträge vorzubereiten. Immer viel zu tun, aber es ist ja so, im November kommt irgendwie alles zusammen. Hey, kurze Zwischenmeldung. Während ich noch darauf warte, dass Kate Kavanaugh online kommt. Kurz die Info.
Ich warte jetzt auf mein erstes Live-Write-In mit einer Booktuberin und freue mich schon ziemlich. Bin gespannt, wie das mal ablaufen wird, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Und auch mal gucken, wie lange ich mitmachen kann, denn in ungefähr einer halben Stunde kommt der Bart-Typi, um meine Dusche zu reparieren. So in dem Schnitt. Deswegen mal gucken, wie viel ich jetzt schaffe. Aber es ist eine gute Möglichkeit, um vielleicht ein bisschen im Nano-Projekt voranzukommen, denn ich habe ja heute Morgen noch nicht so viel geschafft mit 200 Wörtern. Da muss noch ein bisschen was passieren, deswegen freue ich mich auf den Write-In und ich hoffe, es geht jetzt gleich irgendwann mal los. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht später nochmal. Kurz der heutige Stand, was es geschafft ist. Ich bin mir 8.707 Wörtern von 50.000. Morgen, wenn ich morgen schreibe, schaffe ich den 7-Tage-Streak. Aber ich hätte jetzt eigentlich noch ein bisschen ein paar Wörter zu schreiben. Mindestens noch 200 Wörter, um das Nano-Ziel zu erreichen. Und vielleicht nochmal 100 Wörter mehr, um mein persönliches Ziel von 2.000 Wörtern am Tag zu erreichen. Und nochmal 1.300 mehr, um auf dem aktuellen Stand von heute zu sein, aber ich habe jetzt schon seit heute Nachmittag so Kopfschmerzen und Konzentration ist echt schwierig, deswegen habe ich mich jetzt zumindest noch auf so weit gequält, dass ich 1.500 Wörter habe. Und ich glaube, das reicht für heute auch. Alles, was ich jetzt noch raushaue, ist irgendwie, wird nichts Gutes. Und dann gucke ich mal lieber, dass ich morgen und übermorgen noch ein bisschen mehr Wörter schreibe, als mich da jetzt durchzuquälen. Solche Tage gibt es auch und 1.500 Wörter ist bei weitem nicht schlecht. Das ist mehr, als ich im normalen Nicht-Nano-Tag, zumindest in den letzten 2, 3 Monaten geschrieben habe. Das als Info und wir hören morgen voneinander zum letzten Tag dieses Vlogs. Guten Morgen an Tag 7 vom NaNoWriMo. Auf jeden Fall ist heute Donnerstag. Seht ihr mich überhaupt? Es ist so hell auf einmal. Ich komme gar nicht drauf klar. Ja, es ist jetzt kurz vor 10. Ich bin heute auch ein bisschen später aufgestanden, weil ich keine Uni habe. Trotzdem viel zu tun, auch Unikram und Schreiben, aber ich bin jetzt, habe jetzt die ersten 1.000 Wörter für heute geschrieben. Juhu. Fehlen noch 1.000, vielleicht ein bisschen mehr, die ich heute Nachmittag, heute Abend noch schreiben will. Aber jetzt muss ich mich erstmal der Uni widmen und Videos schneiden. Das muss ja auch sein, damit ihr ein bisschen was zu sehen kriegt, während ich anderweitig beschäftigt bin. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, ob ich den Vlog heute beende oder morgen noch mitnehme. Das mache ich heute Abend wahrscheinlich irgendwie mit mir selber aus, wenn ich Bescheid weiß. Ansonsten will ich euch kurz was zeigen. Und zwar habe ich meine nächsten Writing Badges verdient. Heute ist ja Tag 7, also habe ich heute auch den 7-Tage-Streak erreicht. Yay, 7 Tage hintereinander. Mein Wordcount aktualisiert. Wie gesagt, ich hänge immer noch so ein paar Wörter hinterher. Wenn ich mein Tagesziel schaffe, sind es noch so ein bisschen weniger als 1.000, aber hey, immerhin nicht mehr. Und er sagt mir sogar an, dass ich den 10.000 oder 10K-Streak auch schon habe. Badge. Da fehlen mir aber irgendwie noch 300 Wörter eigentlich. Oder ja, doch, 300, da oben sieht man es. Ich bin jetzt bei 9.700. Warum auch immer, die Website ist ja sowieso nicht so ganz das Wahre seit dem Update. Ich hoffe, da arbeiten sie noch ein bisschen dran. Aber zumindest. Da, so die 10K schaffe ich heute auch noch. Also, wie gesagt, die 300 Wörter, das ist heute definitiv noch dran. Ziel ist ja sogar noch 1.000 mehr, sodass ich dann so um die 11.000 bin, kurz vor der 11.000. Und dann wäre ich auch schon fast wieder auf dem Stand, wie ich sein sollte. Aber wir werden sehen, was sich so entwickelt. Ich melde mich auf jeden Fall später nochmal. So, ich habe beschlossen, den Vlog doch jetzt heute schon zu beenden, am Donnerstag. Also, erstmal, weil die Nano-Woche, die erste, ist tatsächlich rum. Und dann kann ich jetzt gleich noch anfangen, den Vlog zu schneiden. Da habe ich noch ein Taylor Swift-Video auf, aber ich fange jetzt sofort an, produktiv zu sein. Ich komme gerade aus der Stadt, war Plasma spenden und noch ein paar Sachen erledigen. Und jetzt wird nochmal locker eine Stunde Videos geschnitten und da nochmal auf jeden Fall eine Stunde geschrieben. Dann gibt es Abendbrot und dann mal gucken, wo noch was zu tun ist, ob jetzt schneiden oder schreiben. Das wird sich dann ja zeigen. Ja, der Reim war nicht beabsichtigt und ja, das wird es. Auf jeden Fall danke ich dir vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns tatsächlich ja schon
für euch nächste Woche, für mich dann morgen wieder. Und ich verspreche auch, der nächste Vlog wird tatsächlich ein bisschen interessanter, denn am Wochenende steht so einiges an, dass ich hoffentlich auch mitfilmen kann. Und ja, nächste Woche geht es dann für mich nach Hause zu meinen Eltern übers Wochenende. Aber ich fahre schon Donnerstag, deswegen kriegt ihr das auch noch mit. Und ja, könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Viel Erfolg weiterhin beim Schreiben. Ihr packt das. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut!